Hallo ihr Hübschen, heute ist der 24.03.2018, heute ist ein Sternkind-Geburtstag von meiner Sarah Johanna. Ich habe ihr einen Blog, also einen Blog erstellt, wie auch immer. Ich hatte vor ein paar Tagen so Gedanken, dass ich doch eine Stiftung gründen möchte, wünsche mir, wie auch immer. Das habe ich auch auf dem Blog schon geschrieben. Ich werde es einfach euch mal verlinken. Ihr könnt es gerne dann durchlesen. Es können natürlich auch wieder Gedanken, Schreibfehler, Formulierfehler da drin sein. Dann könnt ihr euch gerne auch melden, ob ihr irgendwelche anderen Ideen zu meinen Schreiben habt oder auch nicht. Dann werde ich auch nochmal die Facebook-Gruppe verlinken hier. Ich meine, die werde ich auch sowieso. Habe ich auch auf dem Blog. Ich habe mich etwas informiert über eine Stiftungsgründung. Ja, man braucht einiges an Geld, um das wirklich selbst zu finanzieren können oder wie auch immer. Oder halt auch sehr viele Spender und natürlich auch ein paar Leute, die das dann auch gerne unterstützen möchten oder auch in dieser Stiftung tätig sein wollen, möchten, können, ehrenamtlich oder wie auch immer. Oder auch bezahlt, wie auch immer. Das kann dann auch, wenn es dann irgendwie irgendwann soweit wird, was natürlich alles in den Sternen steht. Aber ich habe das auch jetzt auch ein bisschen auf Eis gelegt, aber die Idee und der Wunsch und das Ziel ist in meinem Kopf. Auch wofür und warum, weshalb. Also es geht hier nicht nur um das Sternenkind an sich oder auch das verlorene Kind nach der Geburt, vor der Geburt, bei der Geburt, wie auch immer. Es gibt ja viele unterschiedliche Sachen, wie eine Frau ihr Kind verlieren kann. Also eine Frühschwangerschaft, mittendrin, nach der Schwangerschaft oder überhaupt so. Oder auch bei der Geburt oder auch nach der Geburt, wenn das Kind dann ein paar Tage oder ein paar Wochen oder sogar Monate lebt und danach vielleicht stirbt, wegen was auch immer für eine Krankheit oder was auch immer passiert, Kindstod, wie auch immer. Diese Sachen haben mich oder interessieren mich sowieso gerade sehr und ich habe mich auch mit vielen Müttern, sag ich mal, oder ja, die eine oder andere ist auch gar keine Mutter, sondern es ist einfach nur eine Sternmutter. Oder es sind Mütter, die haben halt ihr zweites oder drittes Kind verloren und haben vielleicht nur ein lebendes Kind, erdendes Kind oder mehrere, ganz drauf an. Ich habe viele Geschichten oder nicht nur Geschichten, das sind wirklich Lebensgeschichten kennengelernt und mich mit vielen unterhalten auch. Über Facebook, Instagram, WhatsApp, Telefon oder auch persönlich. Ganz drauf an, die meisten Damen leben oder wir leben halt irgendwie sehr weit auseinander. Trotz alledem ist irgendwie immer, fast immer das gleiche Thema, dass es oftmals verschwiegen wird oder dass viele so in tiefer Trauer sind, dass sie gar nicht mehr arbeitsfähig sind. Das ist natürlich sehr traurig für die Familie und überhaupt auch für die Frau an sich ist, weil wenn man dann wirklich keine Arbeit mehr verrichten kann, weil man so unter Trauer ist und auch schon vielleicht in depressive Phasen fällt oder sonst irgendwas, ist es meiner Meinung nach, ja, zu unterstützen, dass die Trauer irgendwie weitgehend bewältigt wird oder zumindest verändert wird, in der Hinsicht, dass man damit leben kann und dass man ja vielleicht sogar noch irgendwann eine kleine Stelle anfangen kann. Auch wenn es nur 10 Stunden Stelle Wochen ist oder 5 Stunden, was auch immer, dass es halt wieder funktioniert.
Es gibt auch andere, was ich auch mal gesagt habe in meinem anderen Video, wo ich noch selbst in sehr tiefer Trauer war. Das war letztes Jahr. Wo ich dann gesagt habe, wenn es gibt ja auch Frauen, die dieses ganze Sache unterdrücken. Es so unterdrücken, dass sie sagen, ich gehe jetzt nach einer Fehlgeburt oder nach einer stillen Geburt oder überhaupt nach dem Verlust meines Kindes, wie auch immer das Kind jetzt gestorben ist, nach der Geburt. Ich spreche jetzt auch wirklich nur von den Kindern, die früh gegangen sind. Natürlich gibt es auch viele Familien, Mütter und Eltern, Väter und Verwandtschaft, die Kinder, Enkelkinder, wie auch immer, verloren haben in anderen Alter, durch Unfall oder sonst was, mit 7, 17, was auch immer. Aber ich spreche jetzt wirklich nur von diesen Kindern, die halt in der Frühschwangerschaft, durch Fehlgeburt, durch stille Geburt, also Totgeburt, wird es auch genannt, durch eine normale Geburt, aber nach dem, was auch immer passiert ist, Herzstillstand oder was auch immer, verloren haben. Und da gibt es natürlich auch Frauen, die danach einfach ihren Leben weitergehen und nach ein paar Jahren, es könnte passieren, und das habe ich nämlich auch nicht nur des Öfteren gehört und gelesen, sondern es sind auch welche zu mir dann gekommen, ja, ich habe vor was weiß ich wie vielen Jahren in die und die Schwangerschaftswoche oder hatte eine stille Geburt und trauere heute natürlich immer noch. Oder, Anführungsstrichen, sie ist einfach durch irgendwas auf einmal in diese tiefe Trauer gekommen. Wusste erst gar nicht, warum, weshalb es passiert, weil man hat ja das normale Leben vor sich oder gibt halt, dass es einfach normal läuft und immer wieder arbeiten und was auch immer, keine Ahnung, wie auch immer. Und auf einmal ist man halt in einer tiefen Trauer und weiß gar nicht warum und kommt erst später darauf oder ein paar Wochen später nach der ganzen Geheule und Untersuchung oder was weiß ich, der Arzt sagt schon, sie haben Burnout oder Depression und sonst was und es ist eigentlich vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern es ist einfach eigentlich nur die tiefe Trauer davor und davon, dass man irgendwann ein Kind verloren hat in der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, wie auch immer. Ja, und deshalb habe ich gedacht, nicht nur gedacht, sondern das ist einfach so gekommen. Was daraus wird, ob es wirklich eine Sarah-Johanna-Stiftung irgendwann gibt, oder nur ein Verein oder überhaupt, oder nur den Blog und irgendwelche Links, wo es dann Informationen gibt oder Trauerbegleitungen von was auch immer wen. Das kann ich heute noch nicht sagen, Leute. Aber ich hatte gedacht, nicht gedacht, sondern ich habe einfach das Gefühl gehabt, euch das auch hier bei YouTube einfach mal zu berichten, was für Gedanken ich hatte die letzten Tage und dass ich wirklich manche Facebook-Freunde oder Facebook-Leute oder auch Instagram-Leute haben es natürlich bemerkt, nach meinen ganzen Schriftzügen oder was ich immer geschrieben habe, dass ich irgendwie, war halt auch ein bisschen noch wieder in Trauer. Ich gebe es zu, ich habe auch geweint. Ich habe auch gedacht, naja, was ist jetzt los? Ich habe wirklich gedacht, das ist jetzt mein Gefühl und möchte das einfach mal sagen, Leute, ich hätte nie gedacht, dass es nach einem Jahr so tiefe oder auch so Gefühle nochmal hochkommen oder auch so körperliche Schmerzen. Ach ja, diese Klingelei. Ich hätte das Handy-Telefon ausmachen sollen, ne? Hat vorhin mein Schatz hier angerufen. Wo war ich denn stehen geblieben? Ja, eigentlich bei meiner Trauer, ne? Dass ich auf einmal wirklich so Gefühle und ich meine auch so Schmerzen und so hatte. Wie im letzten Jahr. Naja, und ich habe erst gedacht, was ist jetzt los? Ich krieg doch eigentlich nur meine Tage. Aber ich glaube, das war einfach nur die Trauer wieder. Ah, meine Kleine. Naja, das wollte ich einfach nur mal erzählt haben. Alles andere ist auf der Webseite, also auf dem Blog. Werde ich hier verlinken in dem Video, unter dem Video, meine ich.
Und ja, und was es daraus noch ergibt und so, das wird man dann irgendwann sehen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und lasst es euch nur ge gut gehen.